Hey Leute und recht herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen, aber feinen Video von mir, von meiner Seite aus. Heute geht es um das gute Stück hier von Newware. Wo habe ich euch das irgendwie zeigen kann? Richtig? Und wo man das mit dem Licht so ein bisschen rumspinnt. Autofokus will ab einem bestimmten Ding nicht mehr. Und mit dem Licht spinnt es auch so ein bisschen rum. Warum auch immer gerade. Aber, joa. Was genau ist das? Und zwar, können wir es mal aufmachen. Können wir einen rausholen. Es geht um Filter. Kamerafilter. Das kann ich. Kann ich euch das irgendwie zeigen? Weiß ich nicht, ob ich das irgendwie hinkriege. Kamerafilter. Ich habe mir nämlich seit einer Weile ein paar bestellt. Auch nicht die erste Aufnahme, die ich hier mache, weil, naja, ein bisschen technische Schwierigkeiten hier, wie man sieht, auch mit dem Licht immer noch, ist es irgendwie nicht so geil, das ist jedes Mal irgendwie ein bisschen anders, warum auch immer, obwohl ich eigentlich nichts verstelle, aber darum geht es nicht, es geht um Kamerafilter. Ich werde euch noch ein Video machen zu Fotografie allgemein, da werde ich auch ein bisschen auf Filter eingehen, beziehungsweise werde euch da ein Video verlinken über Filter, wie genau das funktioniert. Machen halt ein bisschen Wolken anders, machen ein bisschen Wasser anders, also dass man Wolken halt besser sehen kann, dass man Wasser besser sehen kann, dass es irgendwann matschig wird. Also dieses Milchige, was man da so hat, was ich absolut kacke finde, aber wenn es halt das Wasser ein bisschen verbessert durchs Licht, ist es besser. Also finde ich es tatsächlich besser, wenn man das so besser sehen kann. Und ja, einfach in Fotos. Macht auch die Lichtverhältnisse ein bisschen anders, ein bisschen dunkler, ein bisschen, ja, je nach Filter. Hier nämlich einige hier. Die verdoppeln sich immer. Es wird aber im Video, was ich euch verlinke, auch erklärt sein. Wie und was. Wir fangen hier mal an mit 2ND. Das sieht man den Tisch noch ganz gut durch. Das ist einfach sehr lichtdurchweisend. Macht das Ding halt nur ein bisschen besser. Das Bild und auch die Lichtverhältnisse. Übrigens, das haben mich viele auch schon gefragt. Brauche ich einen, ja, Sonnenfilter, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, so einen Sonnenschutzfilter, dass halt nicht so viel Sonnenlicht in die Kamera reinkommt oder dass die Kamera das ein bisschen anders aufnimmt. Nein, kauft euch niemals so einen. Bitte nicht kaufen, ich werde es auch nicht verlinken, wenn ihr so einen Sonnenschutzfilter da seht, also nicht so eine Sonnenblende hier, sowas hier, das kann ganz nützlich sein, komme ich aber später noch dazu, sondern so ein, wirklich so ein Filter für Sonnenschutz und sowas, also kauft den euch nicht. Die neuen Objektive haben es alle mit drin. Wenn ihr eine 20 Jahre alte Kamera habt, dann vielleicht bei 30, 40 Jahre alten Kameras oder Objektiven, ja, aber neue haben das drin, selbst mein Canon-Objektiv hat das, mein Standard-Kit-Objektiv. Kommen wir aber zum zweiten Filter. Naja, was kommt nach 2? Richtig, 3. Nein, Spaß, es kommt 4. Weil es sich immer verdoppelt. Wie man auch hier jetzt sehen kann, ist es sehr viel weniger vom Tisch zu sehen, tatsächlich. Ich kann euch das nur so gerade ein bisschen zeigen. Ja, wie gesagt, die sind von der Marke Newware, kann ich euch nur empfehlen. Werde ich euch auf Amazon verlinken. Ich habe das auf eBay gekauft, das kleinere Paket davon, für auch ein bisschen weniger Geld. Bei Amazon ist dann noch ein Objektivdeckel dabei, was man eigentlich nicht braucht. Noch so ein Ding hier, nur halt eben mit den rausstehenden Teilen und nicht so rund. Und noch ein paar mehr Filter. Die paar mehr Filter wären cool gewesen, aber es waren nur 2 oder 3 Filter mehr, also weiß ich auch nicht. Hätte sich dann für den Preis nicht gelohnt, welchen Rest alles nicht gebraucht hätte. Dann haben wir 8ND. Übrigens bei mir 58mm, weil die auf mein Canon-Objektiv drauf passen müssen. Auf das Kit-Objektiv. Hier sieht man übrigens schon kaum irgendwas. Also hier sieht man fast nichts durch. Wenn man hier so guckt. 8ND. Hilft, wie gesagt, sehr, sehr gut und ich kann damit auch sehr gut arbeiten.
Ich kann euch Schraubdinger empfehlen, meins ist auch mit Schraubgewinde. Es gibt auch welche, da hast du so einen ganz kleinen Magnetring, den du noch vorher drum machst und dann sind die magnetisch. Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Meine Filterwanne ist übrigens neu. Ich musste nur hier an der Tasche, ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann, hier sieht das nicht ganz so sauber aus, weil ich das kleben musste, weil es ein bisschen abging, weil es halt durch die Lagerung, durchs paar Mal auf- und zu machen und gucken, ne? Es wurde halt nur dieser Filter hier benutzt, zu dem wir jetzt kommen. Und zwar ist das ein 16ND-Filter. Der ist auch ein bisschen dreckig. Hier so. Da sieht man vom Tisch eigentlich so gut wie gar nichts mehr durch. In Lichtverhältnissen. Also das tut das Licht doch ganz gut zurückhalten. Ich habe auch noch, da muss ich mir aber noch ein kleines Schräubchen besorgen. Muss ich sagen, wir werden uns da gleich nochmal dazu widmen. Ich wollte euch nur mal einen Unterschied zeigen. Der ist auch ein bisschen dreckig, weil ich den halt immer drauf lasse. Ich guck mal, ob ich den irgendwie sauber kriege, so ein bisschen jetzt. So, ne, es wird noch ein Video geben, wo ich mir ein neues Cleaning-Kit kaufe, wo ich gucke, wie es ist. Fühlt sich auch nicht so dick an wie dieser Filter hier, wenn man hier drauf geht. Auch beim Saubermachen merkt man, dass es ein bisschen dicker ist, der Filter, weil der halt verstellbar ist. Den kannst du halt drehen, also sieht man jetzt auf der Kamera nicht so gut. Und dann kann man hier drehen, da ist eigentlich hier noch so ein Schräubchen dabei. Sieht man jetzt auch nicht. Weiß ich nicht, ob ich das euch irgendwie gut zeigen kann hier. So ein bisschen. Das habe ich leider verloren, weil es war immer so ein Plexiglas-Case. Und dieses Plexiglas-Case, naja, ist mir irgendwann kaputt gegangen beim öfter mal benutzen und da war halt die Schraube drin, die habe ich dann mit der Zeit auch verloren beim immer dran und abschrauben, weil das hat nicht mit der Schraube da reingepasst, da musstest du immer abschrauben. Finde ich von Harman nicht so geil gelöst, ist jetzt ein 62mm Filter, weil er für dieses Objektiv passen muss, für mein Tamron Leptmiluk. Euch so genau nicht sagen, von bis 300 auf jeden Fall geht das, ich weiß aber nicht von wo das anfängt tatsächlich. Da 70 bis 300 mm steht extra an der Seite, deswegen habe ich extra geguckt. 70 bis 300 mm hier in dem goldenen Rahmen unten steht das. Muss man halt ein bisschen suchen. Mit natürlich Autofokus und manueller Fokus und mit Makrofunktion. Und das Objektiv soll es nicht gehen, da habe ich ein Unboxing zu gemacht. Ist schon ein bisschen älter, weil das Objektiv auch ein bisschen älter ist. Aber für den hier, den Filter. Ich hatte auch einen, der nicht verstellbar war fürs andere Objektiv, den habe ich aber leider auch. Der ist mittlerweile auch durch den Verschleiß nicht mehr da, weil der halt mir kaputt gegangen ist nach einer Weile benutzen. Und ja. Da habe ich mir dann dieses Filterset bestellt. Wie gesagt, unten Amazon-Link in der Beschreibung. Ja, ich habe mir das Ganze für dieses Objektiv hier gekauft. Können wir auch gleich mal einen Filter dran schrauben und gucken, wie das so ist. Werden wir gleich mal machen, weil ich will mit dem Kit-Objektiv auch mal ein paar mehr Fotos machen und gucken und so. Ne? Wenn ihr Vorschläge habt oder wenn ihr sehen wollt, wie ich mich darauf vorbereite und so, es wird natürlich noch mehr von der Fotoserie kommen. Wenn ihr aber wissen wollt, wie bereite ich mich auf das Ganze vor, wie, man erkennt ja das als Gesicht, das ist doch kein Gesicht, Junge, das ist kein Gesicht. Ja, wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wie bereite ich mich vor, wie suche ich meine Fotomotive aus, können wir mal ein paar Bilder sehen und so. Bilder gibt es auf Instagram zu sehen, einige, da habe ich von Emmending auch ein paar gemacht, wo ich zuletzt war. Hier sehen wir dann mit Ding oben drauf, also da sieht man halt, man hier guckt, sehr wenig Licht durch. Das Objektiv lässt halt sehr, sehr wenig Licht durch. So. Der Filter lässt jetzt sehr wenig Licht durchs Objektiv durch. Ja, wie gesagt, wenn ihr da noch mehr sehen wollt, wenn ihr da noch genaueres wissen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, fragt mich gerne. Ich bin da immer bereit, euch zu helfen und antworte auch gerne. Also wenn es Fragen sind, die ich beantworten kann, beantworte ich sie. Wenn es Fragen sind, die ein eigenes Video bedarf, oder bedürfen, dann werde ich da auch ein eigenes Video machen. Ich werde auch, wenn genug Fragen zusammengekommen sind von euch, ein Q&A machen.
zum Thema Kameras, weil ich habe auch zuletzt den guten Hero beraten. Also, ne, Grüße gehen raus. Die Leute vom Fußball-Channel, die kennen ihn schon. Habe ich ein Video mit ihm zusammen gemacht. Zwei sogar. Mein Kickers und ein Aalen-Video. Aber ja, ich rede wieder viel zu lang rum, würde ich sagen. Ich wollte euch einmal die Filter zeigen, wollte euch einmal das am Objektiv zeigen, wollte euch einmal zeigen, dass ich mir Schraubfilter und keine Magnetfilter geholt habe, weil ich damit eigentlich immer ganz gut gefahren bin und weil die auch deutlich günstiger sind, muss ich sagen. Und ja, und habe euch auch mal ein bisschen mit dem Hammer ein bisschen verglichen. Ich muss sagen, New Way ist halt die etablierte, günstigere Marke, sag ich mal, weil die haben auch teurere Filter. Die etabliertere Marke, aber Hammer ist die, ja, würde ich sagen, je nachdem, was man für den Filter bezahlt, hat New Way gute, hat Hammer gute. Ist beides eigentlich relativ gleich, aber ich würde eher zu New Way greifen, weil die halt, finde ich, doch die etabliertere Marke sind bei sowas, was sowas angeht. Ist aber nur, wie gesagt, meine persönliche Erfahrung damit. Ja, und damit soll es das auch erstmal gewesen sein, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat das kleine, aber feine Video gefallen. Und ich hoffe, ihr schreibt mir sehr viele Fragen rein. Ihr schreibt mir rein, was ihr gerne noch sehen möchtet im Bereich Foto- und Videotechnik. Was ich so wie benutze. Wir können auch mal ein What's on my Notebook machen. Von Arbeitsprogrammen technisch. Und auch What's my Equipment für unterwegs, also wenn ich unterwegs was aufnehmen muss tatsächlich, nicht nochmal ein What's in my Camera Bag, das haben wir ja getan, sondern wie nehme ich, wenn ich unterwegs was aufnehmen müsste, wie würde ich das machen tatsächlich, also wenn ich jetzt irgendwelche Sprachaufnahmen machen müsste, was ich halt eigentlich nie mache, aber auch dafür hätte ich was da, oder wenn ich jetzt unterwegs Filmaufnahmen mache, ne, wie sieht da das aus? Ja, und damit würde ich dann auch sagen, gehabt euch wohl, bleibt alles schön knusprig und gute Nacht.